Und wenn du wie die meisten Leute bist, dann hast du es jetzt dreimal richtig gespielt und sagst, oh, kann ich, nächste Tonleiter. Das ist der große Fehler. Du musst es jetzt nochmal wiederholen. 100 Mal wäre gut, aber wenn du sagst, ich mach's 15 Mal, ist auch okay. Aber um den Lernprozess noch ein bisschen zu beschleunigen, jetzt hast du das ja dreimal richtig gespielt. Okay, bin mir ziemlich sicher, wie es geht. Jetzt leg mal deinen kleinen Finger in den 10. Bund und jetzt spielst du exakt denselben Fingersatz. Sag mal, das 15 Minuten macht schon viel besser. Jetzt stell dir vor, 14 Tage, jeden Tag das 15 Minuten, oder wie lange es halt dauert. Nur diesen einen. Weil solange du dich noch verspielst, ach ja, beim nächsten verspielst du dich auch, beim nächsten verspielst du dich auch. Was passiert? Du stapelst immer mehr Wissen aufeinander von Dingen, die du schlecht kannst. Meiner Meinung nach ist es besser, du hättest einen richtig sicher, den du richtig gut benutzen kannst, als wenn du 50 hast, die, wo du immer dich verspielst, nicht sicher bist, die du nie live anwenden wirst, weil du, keine Ahnung, warte mal, wo war jetzt der Ton? Lieber dann einen, den man super perfekt hat, oder zwei oder drei. Also es geht nicht um die Quantität, sondern um die Qualität, wie oft so im Leben.